Andreas Iwanschitz, 26. Der Mann für die besonderen Momente beim Aufsteiger Mainz. Der Österreicher ist der fünftbeste Scorer der Liga. Als Jugendlicher galt er als Wunderkind und jahrelang lief er den Erwartungen hinterher. Erst in Mainz kann Iwanschitz seine Qualitäten so richtig ausspielen. Jetzt gestern 0:3 bei den Bayern verloren. Wie ordnet man jetzt mit einer Nacht dazwischen so ein Ergebnis ein? Ja, schwierig. Natürlich sind wir enttäuscht, da verloren zu haben, aber ich denke, es ist keine Schande und ja, wir brauchen jetzt uns auch nicht verunsichern lassen. Bayern ist einfach eine Top-Mannschaft, auch international gesehen. Ja, schade ist ein bisschen, dass wir uns zu wenig gewehrt haben, dass wir einfach auch zu wenig Torschüsse herausgespielt haben und ja, unterm Strich dann auch, muss man so sagen, verdient mit 3-0 verloren haben. Ihr könnt es verkraften, ihr steht wirklich fast sensationell als mit Abstand bester Aufsteiger im Mittelfeld der Tabelle. Eure gute Saison erstaunt umso mehr, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass ihr den jüngsten und unerfahrensten Trainer der Liga habt mit Thomas Tuchel. Was hat er drauf? Ja, ich denke, er ist sehr authentisch. Ich denke, so wie ihr ihn erlebt, jetzt am Spielfeldrand mit dieser Leidenschaft, mit dieser Power, so ist er auch in den Trainingseinheiten und unter der Woche. Und ich denke, er hat einen sehr, sehr guten Draht zur Mannschaft. Manchmal ist er ganz nah an der Mannschaft dran, dann bewusst ein bisschen auf Abstand. Also er hat da schon eine gute Mischung. Du bist eher so Kategorie Feintechniker, gut am Ball, sehr gutes Auge für einen Pass, tolle Standards. Das sind eigentlich nicht so die Eigenschaften, die man im Mittelfeld eines Aufsteigers braucht oder vermuten würde. Ich glaube, dass auch ich über 90 Minuten für die Mannschaft arbeite, kämpfe und mich da voll reinhänge und nie aufgebe. Und ich glaube, da stecken wir uns gegenseitig auch an in der Mannschaft. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die einfach auch zusammenhält und das ist extrem wichtig und hat mir eigentlich den Start jetzt hier in der Bundesliga auch erleichtert. Du warst ja aufgrund deiner Veranlagung schon sehr früh die zentrale Figur im österreichischen Fußball. Also das hatte ja schon fast was von Messias, Hoffnungsträger. Wie hat dich denn damals diese Verantwortung und dieser Druck betroffen? Ja, natürlich ging es bei mir sehr, sehr rasch und auch schon in jungen Jahren da in eine Rolle hineingerutscht, die dich auch sehr unter Druck setzt und das hemmt natürlich. Und wenn man dann merkt, okay, es hängt alles eigentlich auf einer von einer Person ab und da wird zu viel erwartet, natürlich kannst du dann mit 19, 20 das noch nicht so ausfüllen wie ein 30-Jähriger. Mainz wird auf Jahre wahrscheinlich das Saisonziel immer Klassenerhalt sein. Kannst du das für einen Spieler mit deinem Talent sein? Ja, das ist doch eine große Herausforderung. Ich glaube, die deutsche Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt und ich denke, Mainz ist in Deutschland ein sehr gern gesehener Gast. Vor allem diese positive Stimmung auch hier im Stadion, wenn man das einmal so miterlebt, das sieht man nicht in vielen Stadien und deswegen ist Mainz da ein besonderer Verein.